Klassentreffen, der Podcast zu 25 Jahre Moja vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. Unser Fürst hat doch Ländereien in Österreich. Und vielleicht wäre das eine Option. Und da ist halt auch etwas, was Moja ist. Wir versuchen schon, das Wunschland zu organisieren. Aber man muss dann schlussendlich doch ein bisschen flexibel sein. Und wir haben dann wirklich vom Fürst eine Zusage bekommen. Also jetzt zum Schluss von dieser Staffel zu 25 Jahren Moja Klassentreffen möchte ich mich mal noch bei dir bedanken, Silvia, dass ich das machen durfte. Das hat, glaube ich, auch einen Grund, weil ich hier Teilnehmer war. Ich durfte 2006 in München sein, in der Redaktion Galileo von ProSieben. Ja, also ich hoffe, dass es weitergeht, ganz klar. Also ich habe einfach gesehen, durch meine eigene Erfahrung, durch das, dass ich viele Studenten jetzt auch begleitet habe an der Uni mittlerweile, das stellt Weichen. Und ich würde heute nicht hier hocken und das Interview mit euch machen, wenn ich meine Berufspraktika nicht gemacht hätte. Weil das einfach, also man entdeckt auch ganz neue Seiten in sich. Der Horizont öffnet sich und ja, ich wünsche, dass jeder Arbeitnehmer, jedem Arbeitnehmer da, dass er das mal machen kann. In der fünften Folge vom Podcast zu 25 Jahren Moja-Projekt sind Pionierinnen zu Gast. Und es war sehr interessant für mich, wie sie haben können das einschätzen können, wie das Land Liechtenstein von dem Moja-Projekt profitieren kann. Und es geht sogar in dem Gespräch noch um ein fürstliches Projekt. Und es gibt eine kleine Überraschung vom Mitgründer Christoph Jenny. Ja, wir sind heute hier mit den Gründerinnen, kann man sagen, von dem Moja-Projekt. Und zwar sind wir im BITZ, das ist das Berufs- und Informationszentrum vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. Schön dürfen wir hier zu Gast sein, Silvia Riesch und Rudi Ackermann. Ja, Silvia, zuerst einmal, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, warum wir genau hier sitzen? Ja, das Berufsinformationszentrum ist für die Bevölkerung da. Man hat Auswahlinformationen über Studiengänge, über Universitäten, Berufe und natürlich auch über Auslandaufenthalte. Und da ja das Moja das Projekt ist, wo es ins Ausland geht, sind natürlich jetzt meine Informationsunterlagen auch da. Dann ist es betreut durch einen Berufsberater jeweils und man kann da auch ohne Voranmeldung. Und wenn jemand kommt, der Interesse hat jetzt fürs Moja, dann komme ich dazu. Den Podcast machen wir ja aus einem besonderen Grund, 25 Jahre Jubiläum, Moja-Projekt. Und angefangen hat das auch mit dir. Rudi, gell? 1998 hat auch einen Zusammenhang natürlich damit, dass Liechtenstein abgestimmt hat 1995, dass man zum EWR geht. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es denn gestartet ist? Ja, also es war mal einfach eine 30%-Stelle ausgeschrieben, Leonardo-Projekt, Berufspraktikum in Europa. Und ja, aus meiner eigenen Geschichte, also ich hatte selber zwei Auslandaufenthalte. Also ein Ausland und ein in der französischen Schweiz, im anderen Sprachgebiet, auf dem Beruf geschafft, jedes Jahr. Und ich habe das so toll empfunden. Selber aus persönlicher Erfahrung und habe gefunden, boah, das gibt es hier im Liechtenstein. Den Job will ich. Und dann habe ich mich beworben und habe ihn bekommen. Und habe aber am Anfang eigentlich keine Ahnung gehabt, was die europäischen Bildungsprogramme sind. Das hat's genau. Und der Agenturleiter damals, der Dr. Gunz und ein Projektmitarbeiter, Christoph Jenny, die haben das Moja, also Mobilität für junge Arbeitnehmer, das ist die Abkürzung, haben den Projektantrag geschrieben und das Projekt ist bewilligt worden und das Geld ist da und haben einfach jemanden gesucht, der das dann umgesetzt hat.
Genau, und am Anfang, also für mich hat das bedeutet, ich habe mich zuerst einfach mal einlesen, was ist das Ganze? Genau, wo sind wir da überhaupt? Und dann war meine Hauptaufgabe, junge Arbeitnehmer aus dem Liechtenstein, Arbeitnehmerinnen, die wollen ein Berufspraktikum machen in Europa, für die einen Job zu finden, denen zu helfen, einen Job zu finden. Das also der Start. In diesen 25 Jahren haben über 300 teilgenommen und in 80 verschiedenen Berufen. Ist denn der Wechsel zu dir gekommen, Silvia, nach dem Startjahr? Ja, es ist natürlich jetzt, wie Ruth jetzt gesagt hat, ist die Agentur natürlich dazumal bei der Fachhochschule gewesen. Und es beißt sich halt, Agentur leiten und gleichzeitig Projekt durchführen. Und so hat man versucht, für das Projekt jemanden zu finden, der das kann, eben außerhalb der Fachhochschule kann umsetzen kann. Und da es ja im MOIA um Berufsleute geht, angehende Berufsleute geht oder auch junge Akademiker, die das Studium abgeschlossen haben, ist natürlich gesamt für die Berufsbildung der prädestinierte Ort gsi und so ist das daher gekommen. Und die Stelle hat natürlich müssen ausgeschrieben werden, weil es ja einen Standortwechsel gegeben hat und grundsätzlich auch einen Arbeitgeberwechsel gegeben hat. Und so ist das dann entstanden. Ja, ich habe mich beworben dafür und bin ausgesucht worden und dann ist mir so gegangen wie der Trudi. Muss man sich drin hineinlesen, ist ein komplett anderes Aufgabengebiet. Also mit der EU zusammenarbeiten, das ist ganz viel Papier, ganz viel Lesen, ganz viele neue Strukturen. Auch Strukturen, die man nicht gewöhnt ist, sind ganz andere Dimensionen. Nochmal zum Anfang. Du warst ja, glaube ich, im Büro bei der BVD. Mhm. Und wie hat denn das angefangen? Kannst du dich noch erinnern, so vielleicht an die ersten 10, die du denn da gehabt hast? Ja, also schwierig war, dass man hat in gewissen Ländern, also du plötzlich kommt jemand und sagt, ja, ich will nach England, ich will nach Frankreich. Und dann musst du schauen, okay, wie finde ich für die Person eine Arbeitsstelle oder mit der Person vielleicht auch zusammen. Und im Leonardo gibt es eben so Partnernetzwerk. Das heisst, du hast auch in den Ländern Partner, die dir helfen, also Stellen zu finden. Und ich weiss, wir haben dann eine gefunden in England, in London, Trident. Und die ist mir dann auch mal besuchen. Du hast ja müssen wissen, wie die arbeiten, oder? Mhm. Und genau, oder in gewissen Ländern hast du einfach einen Molkerist hatte und er wollte nach Frankreich das Berufspraktikum Käse. Kannst du dir vorstellen, oder? Er hat das gelernt bei diesen Franzosen. Und wir haben x Molkereien angeschrieben, telefoniert. Und dann hatte er eine Stelle gehabt, schlussendlich. Und dann ist die Fabrik abgebrannt. Und er konnte nicht gehen, schlussendlich. Genau, das war jetzt nicht eine Erfolgsgeschichte, aber ja, da ist einfach sehr viel auch Arbeit dahinter gesteckt. Und was auch einfach schwierig war, weil jedes Land hat eigene Bestimmungen, oder? Also wie werden sie bezahlt? Also in England war es zum Beispiel so, dort haben sie keinen Lohn bekommen, weil sie, das ist vom Arbeitgeber, die sind geschützt, also der Arbeitgeber ist geschützt und Leute, die Praktikum machen, sind nicht Arbeitgeber. Und sonst hätten sie müssen Versicherungen haben und so. Also sie wären in einem ganz anderen legalen Rahmen gekommen. Darum sind die Praktika in London jetzt einfach so, dass sie nicht bezahlt sind. Manchmal haben sie einfach für die U-Bahn dann einen gewissen Betrag bekommen oder für einen Lunch oder so. Ein bisschen Geld, aber im Prinzip sind sie nicht bezahlt gewesen und in gewissen Ländern müssen sie bezahlt werden. Also das ist alles ein riesiger, diverser, also ganz ein bunter Teppich auch in Europa. Du hast das 30% gemacht, hast du gesagt, und zusammen geschafft mit dem Dr. Dieter Gunz und mit dem Christoph Jenny. Mhm. Wie haben die dich denn unterstützt oder was haben die gemacht? Also für mich am Anfang ist natürlich, ich konnte nur umsetzen, oder? Ich musste nicht Bericht schreiben, ich musste nicht Geld auszahlen, das haben alles noch sie gemacht.
weil sie am Anfang das alles auch aufgeleistet haben, gewusst haben, wie es gegangen ist. Und natürlich, also der Christoph hat mich am Anfang auch, haben wir zusammen die Interview, die Gespräche geführt, bis ich reingekommen bin. Und ja, wir haben es sehr eng zusammen geschafft eigentlich. Wir waren auch ein kleines Team, genau drei Leute. Silvia, hast du am Anfang auch noch mit dem Christoph Jenny zu tun gehabt, oder wie ist das bei dir losgegangen? Ja, also es ist natürlich sehr viel auf mich zugekommen. Christoph Jenny und auch Dieter Gunz, wie auch Trudi natürlich, sind für mich da gewesen, weil ich habe natürlich alles dürfen zyklen, also von der BVD-Druckerei. Ein Teil war noch im alten Gymnasium untergebracht gewesen, also so die Schlussberichte und die ganzen Nördner. Also ich habe ganz viel aus dem Keller raus und hier runtergenommen und bei uns in den Keller reingetan. Also es ist vieles gezügelt worden, hat alles weg müssen. Und ja, bei den Personen, wo sie natürlich schon in der Vermittlung dran waren, da habe ich dann weitergemacht. Und für die Neuen bin ich dann da gewesen. Also ich habe so eine Art müssen oder dürfen übernehmen, neue finden, das Ganze mit dem Vermittler kennenlernen, aber auch das ganze System mit all den Berichten schreiben und Anträgen verfassen und Auszahlungen machen. Und da ist dann wirklich das ganze Paket ist dann zu uns gekommen. Also das, was bei dir noch ein bisschen Dieter Gunz und Christoph Jenny gemacht haben. Also du hast dann auch mal so die Anträge und ja. Finanzen ja. Übernehmen. Und ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es war immer so gewesen, auf zwei Jahre etwa 250'000 Franken. Ab dem Jahr 2000, ja. Und wie kommt man zu dem Geld? Was musst du da tun? Ja, da dazu gibt es immer einen Aufruf von der Agentur selber. Also der Aufruf kommt über die EU selber. Und die Agenturen im Land, die sind einfach zuständig, dass sie den Aufruf mal starten und die Formulare, was du alles brauchst, sie dort zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich ein Online-Formular, das du bearbeiten musst und das geht dann auch auf den Server der EU. Das Antragswesen, da ist natürlich, wie jetzt Trudi auch gesagt hat, du musst natürlich die Ziele immer wieder neu definieren. Und vorgängig ist ein riesiges Handbuch von der EU, wo du zuerst musst studieren, damit du überhaupt kannst schauen kannst, was in deinem Projekt hast du jetzt wieder neu zum definieren, neu zum erklären. Vielleicht musst du auch an deinem Projekt, an deiner Idee etwas komplett ändern. Und das musst du dann dort alles erklären und eintragen. Du musst dich auch als Organisation erklären. Die wollen also sehr viel wissen. Du musst das Budget machen. Du musst die ungefähre Zahl, die du denkst, an Teilnehmer, die ich habe, musst du dort drin tun. Und ohne ein Netzwerk kannst du so einen Antrag nicht machen. Also vorgängig musst du auch dein Netzwerk beieinander haben. Und das ist jeweils mit diesen Projektträgern. Vielleicht hast du sehr gute Erfahrungen gemacht aus den vorgehenden Jahren und kannst die übernehmen. Und danach hast du vielleicht Länder, wo du merkst, da ist jetzt die Anfrage so ein bisschen am Kommen. Da macht es schon Sinn, wenn ich eine gute Adresse habe. Und dann bist du am Recherchieren und musst die richtig abpreisen und halt schauen, dass du einen Partner überkommst, oder? Und mit diesen Partnern, damit es auch verbindlich ist, machst du natürlich auch ein Letter of Intent. Also du machst eine Vereinbarungserklärung und dort tust fixieren, für was sie zuständig sind. Sie müssen einen Auftrag haben. Und gleichzeitig muss auch ich dann den Auftrag von ihnen haben, dass ich einfach weiss, was muss ich übernehmen und was tun sie übernehmen. Da ist jeder Projektträger oder Partner ist da anders. Ja, Trudi, jetzt haben wir einige spannende Sachen erfahren über das MOIA-Projekt. Wie schätzt jetzt du denn den Nutzen für Liechtenstein ein? Also der Nutzen ist ein persönlicher für jede Arbeitnehmerin, für jeden Arbeitnehmer aus dem Liechtenstein, der ins Ausland geht und dort neue Erfahrungen sammelt. Das heisst sprachlich. Du tust immer in einer fremden Sprache
Außer du gehst jetzt nach Deutschland oder nach Österreich, musst du reden, das heisst deine sprachlichen Fähigkeiten. Dann Persönlichkeitsentwicklung im kulturellen Bereich. Du wirst offener für neue Kulturen, du lernst Neues über andere Kulturen, du lernst andere Arbeitskulturen kennen. Das heisst, wenn du zurückkommst, bringst du das mit und bringst das wieder ein in einen Betrieb hier, wo ja auch je länger, je mehr, sage ich mal, multikultureller wird. Und das ist immer ein persönlicher Gewinn, aber es ist auch ein Gewinn für den Arbeitsmarkt, für mich ganz klar. Also, wir könnten natürlich jetzt über viele persönliche Geschichten reden, aber dann ging der Podcast wahrscheinlich 3 Stunden. Silvia, etwas, was mir gefallen hat, einmal, was du mir bei einem Kaffee erzählt hast, ist das Beispiel vom Forstwart. Kannst du diese Geschichte vielleicht kurz erzählen? Ja gut, da müsste jetzt Trudi erzählen. Ja, bitte. Weil ein Teil ist bei der Trudi und der Rest ist dann, der Schluss ist dann, oder der Mittelteil ist dann zu mir gekommen. Also ich kann natürlich dem vom Praktikumsbetrieb erzählen. Also der erste Eindruck, die erste Begegnung? Die erste Begegnung, also ich werde das einfach nie vergessen, es ist eine von der markantesten gewesen. Wir sind, Christoph und ich haben gewartet in der BVD, in diesem Zimmer. Und dann ist er gekommen und hat den Türrahmen ausgefüllt. Einfach durch seine Grösse. Genau. Und er hat gesagt, hoi. Und ich dachte, es kommt ein Bär aus dem Wald, oder? Und einfach das, der Inbegriff von einem Forstwart war das für mich gewesen, genau. Genau, und dann hat er eben gesagt, er will ein Berufspraktikum machen. Und ja, dann haben wir halt davon schauen und ich weiss gerne nicht mehr, weißt, hast du es denn gefunden, haben wir es noch gefunden, es war eben in dieser Übergangszeit gewesen. Aber auf jeden Fall ja, hat also er sein Praktikum dann gefunden. Genau, also grundsätzlich hätte er ja wollen, auf Schweden. Genau. Oder? Und in Schweden hat es einfach nicht geklappt, also wir haben einfach nichts gefunden. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, unser Fürst hat doch Ländereien in Österreich. Und vielleicht wäre das eine Option. Und da ist halt auch etwas, was Moyen ist. Man versucht schon, das Wunschland zu organisieren, aber man muss dann schlussendlich doch ein bisschen flexibel sein. Und wir haben dann wirklich vom Fürst, von eine Zusage bekommen und konnten dann das Projekt dann in seinen Ländereien in Nieder- und Oberösterreich das können organisieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass mit diesen Finanzen, jeder Teilnehmer unterschreibt einen Finanzvertrag über das Geld, das er von der EU überkommt. Und jetzt sind wir bei ihm in dieser Situation, dass er natürlich über die Mittel viel mehr verfügt hat, als ein Durchschnittslohn von einem Arbeiter in dieser Region war. Also bin ich kontaktiert worden von dem Gutsverwalter und der hat mir dann eben auch noch erklärt, dass sie das eben noch nicht so modern handhaben. Bei ihnen kommt jeder Arbeiter am Freitag bei ihm ins Büro. Und dann gibt es Säckli mit dem Lohn. Und da ja die alle untereinander gewusst haben, was sie verdienen, und wenn er jetzt unserem Teilnehmer eben den Anteil aus dieser Finanzierung von der EU geben musste, hat das wahrscheinlich eben ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben, würde ich mal sagen. Und so haben wir dann eine Lösung finden, wie er ihm das Geld in Säckli tun kann, damit es schön stimmig bleibt mit seinen Arbeitskollegen und das andere hat er dann über das Konto bekommen. Also jetzt zum Schluss von dieser Staffel zu 25 Jahren Moya Klassentreffen möchte ich mich mal noch bei dir bedanken, Silvia, dass ich das machen durfte. Das hat, glaube ich, auch einen Grund, weil ich hier Teilnehmer war. Ich durfte 2006 in München sein, in der Redaktion Galileo von ProSieben. Und ja, das hat mir viel gebracht und ich denke jetzt noch gerne dran. Und eben, es hat sogar eine Verbindung jetzt. Da sind die Kameras und ich bin moderieren. Also alles tipptopp aufgegangen. Aber Schlusswort möchte ich dann schon noch euch übergeben. Und zwar,
Schauen wir führen, oder? 25 Jahre Moja Projekt. Wie soll das weitergehen, Trudi? Ja, also ich hoffe, dass es weitergeht, ganz klar. Also ich habe einfach gesehen, durch meine eigene Erfahrung, durch das, dass ich viele Studenten jetzt auch begleitet habe an der Uni mittlerweile, das ist einfach, das stellt Weichen. Und ich würde heute nicht hier hocken und das Interview mit euch machen, wenn ich meine Berufspraktika nicht gemacht hätte. Weil das einfach, also man entdeckt auch ganz neue Seiten in sich, der Horizont öffnet sich. Und ja, ich wünsche, dass jeder Arbeitnehmer, jedem Arbeitnehmer hier, dass er das mal machen kann. Deine Wünsche? Meine Wünsche natürlich auch, dass ich weiterhin noch ganz viele spannende Persönlichkeiten darf kennenlernen und aus denen etwas machen. Weil mittlerweile ist es doch eine Gestaltung, also viel mehr als nur ein Praktikum organisieren und vermitteln, sondern es ist auch eine Begleitung. Für den Standort Liechtenstein hätte ich mir noch wünschen, dass die Unternehmungen ein bisschen mehr bewusster das Projekt mittragen und vielleicht auch bei den Mitarbeitern oder bei den Lernenden, die dann irgendwann einmal abschliessen, vielleicht eben auch das Potenzial sehen und die dann vielleicht auch uns weiterleiten tun. Es macht einfach die Welt. Das ist einfach auch von mir. Ich habe auch im Ausland gearbeitet. Ich habe auch so meine Stationen durchgemacht. Und es ist prägend, es ist nicht immer lustig, aber es ist einfach cool. Jetzt habe ich aber zum Schluss auch gleich noch einen Wunsch, und zwar, dass ihr mir hier schnell aufs Handy schaut, weil ich hier noch eine Botschaft von Christoph Jenny. Ja. Liebe Silvia, liebe Trudi, es sind jetzt 25 Jahre her, seit die Moja-Projektidee initiiert wurde. Wir hatten dazu mal die Vision, ein Programm zu entwickeln, welches allen jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Liechtenstein die Möglichkeit bieten sollte, ein Berufspraktikum in Europa zu absolvieren, und zwar unabhängig davon, welcher Beruf jemand erlernt hatte oder aus wem Unternehmen jemand kam. Von dieser Möglichkeit haben viele Gebrauch gemacht, haben ihre Fachkenntnisse vertieft, ihre Sprachkompetenzen erweitert oder wichtige kulturelle Erfahrungen gesammelt. Ich wünsche mir, dass diese Chancen auch zukünftig vielen zur Verfügung stehen, und gratuliere den Initiatoren und Trägern von Moja für diesen tollen Werdegang des Projekts. So schön. So gut. Ja. Zuerst, ohne die Technik hätten wir das nicht, he? Nein. Die Überraschung. Nein. Schön. Ja. Super. Das war doch ein richtig schöner Schluss von dieser Staffel zu 25 Jahren Moja-Projekt. Und ich kann nur sagen, wir sind ja hier im BITS. Wenn ihr euch interessiert, kommt doch hier her. Und sonst gibt es alle Informationen auf der LinkedIn-Seite vom Moja-Projekt. Aber ihr könnt natürlich auch alles anschauen auf abb.llv.li. Danke fürs Zuschauen. Klassentreffen, der Podcast zu 25 Jahren Moja vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung.